Willkommen zum Finanzmarktflash vom HBL Web TV. Frankreich hat gewählt, der Emmanuel Macron ist der neue Präsident von der zweitgrössten Wirtschaftsnation von Europa. Was das für die konjunkturelle Situation in Europa, für den Euro und auch für die Schweizer Wirtschaft bedeutet, darüber rede ich heute mit dem Reto Hühnerwadl. Er ist Leiter vom Anlageteam und Chef vom HBL Asset Management. Reto, bereits nach dem ersten Wahlgang und guten Abschneiden von Macron haben die Börse positiv reagiert. Rechnest du jetzt mit einer erneuten Rallye? Also selbstverständlich ist immer eine gewisse Unsicherheit behaftet mit so Wahlen und dementsprechend hat es ein Restrisiko gegeben. Jetzt, wo das Restrisiko weniger geworden ist, müsste eigentlich die Aktienmärkte nochmal positiv darauf reagieren. Bereits in Japan haben sie ja das eigentlich auch gemacht. Zuletzt hat Europa vor allem für negative Schlagzeilen gesorgt mit dem Brexit und dem drohenden Auseinanderfallen von der Europäischen Union. Kann dieser Prozess nun mit dem Macron gestoppt werden? Auf jeden Fall muss man jetzt zuerst einmal abwarten. Vor allem abwarten, was die konkreten Massnahmen sind. Und damit die konkreten Massnahmen umgesetzt werden müssen, müssen wir ja offensichtlich noch Parlamentswahlen von Mitte Juni abwarten. Also es ist sicher spannend bis dorthin. Ich gehe auch davon aus, dass die Desintegrationsquellen jetzt ein bisschen weniger geworden sind. Die Achse oder die Verbindung zwischen Deutschland und Frankreich, die scheint pro Europa stabil zu sein. Also müsste Europa dementsprechend das Projekt Europa für die nächsten 5 Jahre zumindest gesichert sein. Die grosse Euro-Krise hat ja vor allem auch eins gezeigt, nämlich dass die fiskalpolitische Integration zu wenig stark ist, sprich, dass man gemeinsam müsste über Steuergelder können verfügen, um da können auch zu intervenieren, wenn es wirklich angebracht ist. Ist jetzt da davon ausgegangen, dass der Macron etwas kann verändern in dieser Hinsicht und da in positiver Hinsicht etwas kann bewirken? Also bei der Fiskalpolitik gehe ich nicht davon aus, dass die Position wesentlich geändert ist. Dass die fiskalpolitische Position von Frankreich ist eigentlich bereits unter Hollande mehr oder weniger klar gewesen. Sie versuchen, den Eurobond zu emittieren. Der Rest von Europa findet das nicht so glatt. Der fiskalische Stabilitätspakt, der ist unter Dach und Fach. Dem lebt Frankreich nach. Ich glaube, auf der fiskalpolitischen Ebene gibt es nicht wahnsinnig viele Neuigkeiten. Vor allem wichtig zu sehen, fiskalpolitisch ist vor allem auch die Entwicklung in Deutschland zentral. Also sind das die gerichtlichen Entscheidungen, sind das andere politische Entscheidungen. Also Fiskalpolitik wird eben neu, und das ist wichtig, in der Gemeinsamkeit zwischen Frankreich und Deutschland und den anderen europäischen Ländern gestaltet. Und was bedeutet das für den Euro? Auf weitere Sicht, doch, ich gehe davon aus, dass es letztendlich zu einem stabilen Euro führen wird. Also es wird nicht dramatisch geändert werden, aber eine gewisse Risikoprämie, die wir vorher schon angetönt haben, die wird sich tendenziell reduzieren. Und wenn die Risikoprämie rauslaufen tut aus dem Finanzsystem, dann müsste sich das positiv auswirken auf den Euro. Auf der anderen Seite, selbstverständlich wie immer, ganz zentral Geldpolitik, DZB, was sie macht, das ist letztendlich das, was zentraler definiert, was mit dem Euro passiert. Wird. Ist denn davon ausgegangen, dass die EZB oder die Geldpolitik irgendwie sich ändern wird aufgrund von dem, dass jetzt der Macron der neue Präsident ist in Frankreich? Nein, die EZB wird an ihrer Politik festhalten. Die Politik ist «Give growth a chance». Das ist letztendlich der Modus von der EZB und das wird sich bis auf Weiteres nicht ändern. Da können wir davon ausgehen, dass es gleich bleiben wird. Also die expansive Geldpolitik in Europa, die wird auch weiterhin Bestand haben. Das wird sich positiv auf das Wirtschaftswachstum auswirken. Die Arbeitslosigkeit und die Jugendarbeitslosigkeit in Frankreich ist immer noch extrem hoch. Wie schätzt du jetzt den Effekt von Macron auf die konjunkturelle Situation in Europa ein? Also Europa scheint auf einem guten Weg zu sein. Also das war vor der Macron-Wahl der Fall gewesen. Das wird nach der Macron-Wahl sein. Bereits seit längerer Zeit zeichnet sich ab, dass sich das Wachstumsmomentum in Europa auf guten Füßen bewegen tut. Die Stimmungsindikatoren sind gut. Sei das bei den Unternehmungen, sei das bei der Konjunktur. Das müsste letztendlich da ein positives Momentum haben. Ich würde es jetzt eher andersrum formulieren. Wir haben jetzt eine Unsicherheitsquelle weniger. Und wenn die Unsicherheitsquellen weniger sind, dann müsste jetzt letztendlich mehr Investitionen dorthin kommen. Ich gehe davon aus, dass sich das positiv auch für Frankreich und für die französischen Investitionen französischen Unternehmen auswirken wird. Und letztendlich eben auch für Europa. Wenn man auf die Schweiz schaut, Europa ist der wichtigste Handelspartner. Das heisst, du gehst davon aus, dass das auch jetzt einen positiven Impact hat auf die Entwicklung der Schweizer Wirtschaft.
Absolut, absolut. Und vor allem, was auch wichtig ist, die Stimmung zwischen der Diskussionskultur zwischen Frankreich und der Schweiz scheint sehr, sehr wichtig auf politischer Ebene. Da sieht man eine gewisse Entspannung, oder da geht man davon aus, dass es eine gewisse Entspannung geben würde, und das müsste sich auch positiv für das Wirtschaftswachstum in der Schweiz auswirken. Aber wie gesagt, man schwätzt da eher von marginalen, langfristigen Effekten, also unmittelbar, dass es jetzt irgendwie 2% weniger Arbeitslosigkeit gibt, auch in der Schweiz oder in Frankreich, das ist natürlich illusorisch. Also das sind längerfristige Prozesse, die da in Kraft treten und dementsprechend längerfristig andauern. Das wäre es gewesen. Nächste Woche im Themenfokus gehen wir nochmal vertieft auf Frankreich und der neue Präsidentin. Schauen Sie vorbei, gute Geschäfte und auf Wiedersehen.